Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt in der Cloud läuft natürlich oder ob das jetzt eine Appliance ist, die oder was vorgestellt wird, was nicht in der Cloud läuft, bin ich sehr gespannt. Christoph Riese von Sophos, Next Generation Network Security, die Firewall, die mitdenkt, einfach, sicher, effektiv. Und ist sie virtuell oder? Sowohl als auch. Sowohl als auch, okay, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja, genau. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Christoph Riese, ich bin Sales Engineering Manager bei Sophos und ich möchte Ihnen gerne heute unsere neue Firewall präsentieren in Auszügen und auch gleichzeitig unser Konzept, wie wir von Sophos Security definieren, ein bisschen näher bringen. Sophos selbst ist ein kompletter Security-Anbieter, das heißt, wir sind nicht nur im Firewall-Umfeld tätig, sondern wir bieten auch entsprechende Endpoint-Security-Lösungen und auch im mobilen Bereich sind wir sehr aktiv, genauso wie im Bereich Verschlüsselung, das heißt, mit uns als Hersteller oder uns als Partner können Sie die gesamte Bandbreite von Sicherheitslösungen bei Ihren Kunden adressieren. Das Thema heute soll die nächste Generation von Security-Lösungen demonstrieren. Also wenn man sich zurückerinnert an die ja, noch nicht ganz so dramatischen Zeiten der IT-Security, da hat man vorwiegend Best-of-Breed-Technologien eingesetzt, ja, die passende Firewall, den passenden Webfilter, das E-Mail-Gateway. Und mit all seinen Nachteilen, die diese Strategie natürlich auch beinhaltet. Ich muss alle Systeme administrieren, ich muss Wartungskosten bezahlen für die unterschiedlichen Systeme, ja, und muss meine Mitarbeiter selbstverständlich auch auf die Administrationskonsolen der unterschiedlichen Hersteller schulen. Dann hat man angefangen, durch den All-in-One-Ansatz sozusagen zu bundeln, Security-Funktionalitäten in einem System zu kombinieren, das ist das Erste. Und man hat dann versucht, auch finanzielle Anreize zu schaffen, ja, um zum Beispiel durch verschiedene Suiten, durch verschiedene Bundles eben auch da mehr vom Kuchen des IT-Security-Markts beim Endkunden abzubekommen. Wir von Sophos sind der Meinung, dass das nicht ausreicht. Es reicht nicht, verschiedene Produkte mit einer einfachen Managementlösung sozusagen zu kombinieren, sondern wir möchten, dass die unterschiedlichen Komponenten miteinander kommunizieren. Dass Einzelkomponenten von Informationen des anderen Systems sozusagen profitieren und man anhand des Sicherheitsstatus der anderen Welt Rückschlüsse nehmen kann und entsprechende Sicherheitspolicies umsetzen kann. Ich war vor einem Jahr ungefähr hier, so ziemlich genau vor einem Jahr, da habe ich das Thema Projekt Galileo schon mal in Ansätzen vorgestellt, was wir darunter verstehen. Und zwar wollen wir Sophos als ganzheitlicher IT-Security-Anbieter die Endpoint-Welt und die Netzwerkwelt miteinander verbinden. Ja, wir wollen also, dass der Endpoint uns Informationen über seinen Security-Status liefert und diese Informationen werten wir auf Netzwerkebene aus und konfigurieren dann Zugriffspolicies auf entsprechende Systeme oder Zugriffe auf das Internet. Das ist das grundlegende Konzept, wie wir von Sophos die Situation lösen wollen, ja, weil wir eben der Meinung sind, dass man nur dann ein effektives System für seine Kunden realisiert, wenn man beide Seiten gleichermaßen betrachtet. Der Projektname, der sich dahinter verbirgt, steht oben Galileo, ja, und soll letztendlich nichts anderes sein als ein Security-Konzept, alles aus einer Hand mit den entsprechenden Einzelkomponenten. Wie sieht das aus? Wie sieht es technisch aus? Auch diese Folie habe ich bewusst nochmal aufgelegt, auch die habe ich im letzten Jahr schon gezeigt. Und zwar will ich hiermit einen ATP-Angriff simulieren. Das heißt, ich habe auf der linken Seite Security-Mechanismen, die unser Endpoint zur Verfügung stellt und auf der rechten Seite dagegen sehen Sie Security-Funktionalitäten, die in unseren Gateway-Produkten in der UTM letztendlich implementiert sind. Und jetzt hier in diesem Beispiel wird ein Client infiziert, ja, durch den Besuch einer Webseite, durch ein infiziertes Spam-E-Mail beispielsweise, also gibt es diverse Möglichkeiten, wie das passieren kann. Und im Normalfall ist es so, dass Clients danach Kommunikation zu seinem Betreibernetzwerk aufbauen, ja, um Informationen entgegenzunehmen, um relevante Informationen auszuliefern, Kreditkarteninformationen, E-Mail-Adressen, alles das, was ich so Schönes auf dem infizierten Rechner finde. Ja, oder eventuell sogar, um Komponenten nachzuladen. Auch das wird auf diesem Wege realisiert. Jetzt kann ich auch mit der UTM diese Kommunikation über unsere ATP-Detection verhindern. Ich kann also verhindern, dass diese Informationen ausgeliefert werden und die Kommunikation zum Botnetzbetreiber erfolgreich ist. Das ist kein besonders schwieriges Unterfangen, wenn ich die IP-Kreise oder die DNS-Namen, die für diese Botnetze benutzt werden, kenne. Ja, dann kann ich die nutzen und kann die Kommunikation verhindern. Was mir da als Administrator aber fehlt, ist
Informationen über das System selbst. Ich würde jetzt in diesem Fall die IP-Adresse sehen. Mit Galileo kriege ich aber eine ganze Menge mehr Informationen. Ich kriege Informationen, die der Endpoint mir liefern kann, indem ich einfach beim Endpoint nachfrage: Hallo, lieber Endpoint, du wolltest gerade einen Botnetzbetreiber anrufen. Ich habe das unterbunden. Ja, jetzt sag mir doch bitte mal, welcher User ist angemeldet? Was für einen Prozess hat das erzeugt? Ja? Unterbinde diesen Prozess und gebe mir sämtliche Informationen, die du mir dazu liefern kannst. Ja? Und damit bin ich in der Lage, A, eine Vielzahl mehr Informationen zur Verfügung zu bekommen über diesen entsprechenden Angriffssektor. Ich kann das unterbinden, ich kann die Kommunikation unterbinden und gleichzeitig die Malware entsprechend entfernen und andere Systeme, die sich im gleichen Netzwerkbereich eventuell befinden, bereinigen. Weil ich weiß ja jetzt auch, nach welcher Datei und nach welchem Prozess ich suchen muss auf anderen Festplatten und kann diesen Prozess, diesen Scan-Prozess automatisch starten. Weiterhin ist es nicht nur möglich, mit diesen zusätzlichen Informationen Angriffsszenarien besser zu identifizieren, sondern ich kann jetzt auch anhand des Security-Status meines Endpoints Firewall-Policies umsetzen. Das heißt, ich frage ganz genau nach: Lieber Client, wie ist dein aktueller Status? Danach entscheide ich, ob der Zugriff auf meinen File-Server beispielsweise erfolgreich ist oder eben nicht. Wir haben ja so ein sehr einfaches Ampelsystem eingeführt. Rot bedeutet, der Client ist infiziert. Gelb bedeutet, ist nicht unbedingt infiziert, aber Security-Einstellungen sind vielleicht nicht so, wie ich es definiert habe, oder es läuft vielleicht eine potenziell unerwünschte Applikation drauf. Werde ich nachher im Beispiel auch nochmal genauer demonstrieren, was sich dahinter verbirgt. Und grün, denke ich, ist selbsterklärend. Ich kann jetzt anhand dieses Status also Zugangsberechtigungen definieren. Bei grün darf ich sowohl ins Internet zugreifen, als auch auf meine internen Applikationsserver, auf meinen File-Server. Bei gelb lasse ich vielleicht noch den Zugriff aufs Internet zu, um vielleicht meine Policy-Updates durchzulassen, ja, um Konfigurationen wieder so umzusetzen, wie ich sie ursprünglich definiert habe. Und bei Rot ist eben komplett der Zugriff auf das Internet und auch auf meine internen Ressourcen gesperrt. Der Client kann entsprechend isoliert werden und kann so keinen Schaden anrichten oder schützenswerte Informationen ausliefern. Ich habe eine kleine Demonstration vorbereitet, die mal ein bisschen näher erläutern soll, wie Galileo im Praxiseinsatz funktioniert. Das ist ein Video, ich hoffe, es funktioniert. Ja, es funktioniert, wunderbar. Wir sehen also hier das Dashboard und auf der rechten Seite Informationen über den aktuellen Security-Status meiner Endpoints. Und auf der linken Seite setzen Sie die Policy. Hier in dem Fall habe ich eine Internet-Policy konfiguriert, die den Zugriff berechtigen soll auf Internetressourcen, und zwar für meine entsprechenden Zonen, meine entsprechenden Clients. Ich kann das Ganze auf User- und auf IP-Ebene natürlich auch noch einschränken. Aber ich habe hier vorausgesetzt, dass der Security Heartbeat, also die Statusinformation des Endpoints, ein Minimum-Level haben soll. Und zwar hier in dem Fall, er muss auf jeden Fall einen grünen Status haben, um diese Zugangsberechtigung zu realisieren. Auf diesem Client simuliere ich jetzt mal, wie das Ganze dann im Praxiseinsatz aussieht. Das heißt, dieser virtuelle Client, den Sie jetzt hier sehen, der surft jetzt über die virtuelle Copernicus, so heißt das Firewall-Projekt, was wir gerade, was wir bald launchen werden, und der Zugriff aufs Internet ist entsprechend möglich. Ja? Sie sehen das hier, wir rufen jetzt hier mal eine heiße Seite auf, ja? Also den Zugang ganz normal für den Anwender, wie er das vom normalen Surfen gewohnt ist. Jetzt simulieren wir einfach einen Angriff, und zwar nicht wirklich einen echten Angriff, ich arbeite ungern mit echten Viren, auch in Demo-Umgebungen, sondern wir haben hier definiert, dass wir potenziell unerwünschte Applikationen nicht haben wollen. Das sind jetzt hier Microsoft-Tools. Man sieht ganz genau, dass der Endpoint-Client die Nutzung von diesen potenziell unerwünschten Applikationen erkennt und automatisch die entsprechenden Dateien PSKill und PSExec in den Quarantäneordner schiebt. Auf der Cloud-Plattform sehen wir zeitgleich direkt, dass mit diesem Endpoint-Client irgendwas nicht stimmt. Die Dashboard-Ansicht ändert sich von einem grünen Haken auf einen Aufrufezeichen. Ich kann also aktiv werden und ich sehe auch ganz genau, welche Dateien bei welchem User auf welchem System gerade zu dem entsprechenden Alarm geführt haben, und ich kann entsprechend reagieren. Also das ist eben genau der Mehrwert, den ich angesprochen habe. Ich sehe nicht nur die IP und nicht nur das Gerät, sondern auch die Datei und auch den User, der das Ganze verursacht hat. Wir haben ja gesagt, dieser Policy-Status setzt einen grünen Status voraus und der Client ist jetzt, wie Sie es hier sehen, gelb. Er ist von grün auf gelb gesprungen,
Und das würde ja bedeuten, dass der Internetzugriff für diesen Client jetzt nicht mehr möglich ist. Und auch das haben wir jetzt nochmal im Video demonstriert, was dann passieren würde. Das heißt, dieser Client versucht jetzt nochmal aufs Internet zuzugreifen und dann wird der Zugriff eben verweigert. Ja, er bekommt eine Fehlerseite angezeigt, die genau das darstellen soll, dass der Zugriff von mir, wie gewünscht, eben nicht erfolgreich ist. Was tun wir jetzt? Wie können wir diesen Status wieder realisieren? Ganz einfach, wir können jetzt über die Cloud-Konsole den ursprünglichen Status des Systems wiederherstellen, indem wir einfach die Applikation, die Sie gerade gesehen haben, entweder berechtigen, wenn ich festgestellt habe, dass das ein Fehlalarm ist, dass ich vielleicht den Zugriff berechtigen möchte, oder aber ich habe die Möglichkeit, aus der Cloud-Konsole direkt einen Bereinigungsprozess zu starten, um den ursprünglichen Sicherheitszustand des Systems wieder zu realisieren. Genau das haben wir in dem Video jetzt hier auch getan. Wir sehen es, jetzt scheint wieder alles grün zu sein. Die Dashboard-Ansicht ist umgesprungen auf den bekannten grünen Haken und der Zugang zum Internet für diesen Client ist wieder da. Und auch die Information darüber ist wieder hier auf dem Dashboard der Firewall sichtbar. Diese Kommunikation erfolgt in Echtzeit. Ich bekomme sofort Informationen über den Sicherheitsstatus meines Unternehmens und ich kann entsprechend reagieren. Hier nochmal der Hinweis oder die Demonstration, dass der Zugriff jetzt auch wieder erfolgreich ist und entsprechend funktioniert. Zugang auf Heise ist wieder möglich und gleichzeitig zeige ich Ihnen jetzt noch, wie die Dateien aussehen, die ich gerade entpackt habe. Genau die Dateien, die als potenziell unerwünscht gelten, PSKill und PSExec, sind eben jetzt nicht mehr vorhanden, weil ich die aus der Cloud-Konsole entsprechend bereinigt habe. Das ist jetzt der erste Step. Der erste Step von Projekt Galileo, dem Zusammenfaxen von Network- und Endpoint-Security-Möglichkeiten. Zukünftig bietet uns dieses Konzept aber noch sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten. Ich kann nicht nur eine Infektion verhindern und entsprechend reagieren oder Security-Einstellungen voraussetzen, die mein Client erfüllen muss, um überhaupt Zugriff zu bekommen, sondern ich kann auch beispielsweise den Heartbeat-Status selbst überwachen. Moderne Malware, was versucht ein Schädling, der sich auf einem Rechner eingenistet hat, als allererstes die Security-Komponenten zu deaktivieren. Ja, das ist also das Erste, was der Schädling im Normalfall tut. Und auch diesen Fall haben wir natürlich bedacht und entsprechende Mechanismen eingebaut. Das heißt, wir können diesen Galileo, diesen Security-Heartbeat-Status überwachen. Und sollte jetzt eine Malware so intelligent sein und diesen Heartbeat ausschalten oder die Security-Komponente komplett ausschalten, dann erkennen wir auf der Firewall trotzdem Traffic. Und dann können wir definieren, okay, eigentlich sollte dieser Client aus sein, weil ich keinen Heartbeat-Status von ihm bekomme. Ich erkenne aber trotzdem, dass der Client irgendwohin kommuniziert. Das ist kein gewünschtes Verhalten und deswegen kann ich dann ganz normal, wie bisher auch, ja, die Verbindung des Clients terminieren. Die Firewall schlägt zu und unterbricht die Kommunikation. Ich kann den Client aus dem Netzwerk isolieren, bekomme die Informationen darüber und kann handeln. Jetzt habe ich eingangs erwähnt, dass wir auch sehr stark im Verschlüsselungsumfeld tätig sind. Eine nächste Idee wäre jetzt zu sagen, dieser Client hat vielleicht Encryption Keys auf dem System und diese Encryption Keys entferne ich automatisch. Also auch dann, wenn der Client infiziert ist und der Schädling läuft ja im Normalfall mit den Userrechten des Users, der angemeldet ist, da komme ich trotzdem nicht auf meine Kronjuwelen, ja, meine Informationen, die dem Unternehmen wirklich einen Mehrwert bringen, auf diese Informationen kann der Schädling nicht zugreifen, weil ich die Encryption Keys entsprechend entfernt habe. Auch das gleiche Szenario, ich kann danach, wenn ich das festgestellt habe, natürlich wieder die Bereinigung auf anderen Clients in der näheren Umgebung starten, im gleichen Netzwerksegment beispielsweise, und um so eventuell zusätzlich infizierte Clients auch zu identifizieren. Weiterhin ist es mit dieser Möglichkeit des Heartbeats auch denkbar, dass wir nicht gemanagte Clients erkennen. Also wir haben jetzt gerade das Beispiel gehabt, dass eigentlich der Heartbeat-Status da sein sollte, war aber nicht da und die Kommunikation ist erfolgreich. In dem Fall kann man sogar sagen, kann ich auf den Client, der jetzt gerade versucht zu kommunizieren, überhaupt einen Endpoint-Client von Sophos installieren? Wir sind auf diversen Betriebssystemen lauffähig, Windows, Linux, Mac, und auch auf mobilen Betriebssystemen, dann könnte ich beispielsweise dem Anwender auch direkt die Verlinkung geben zu einem Userportal, wo er sich den Client passend für sein Betriebssystem runterladen kann,
komplett fertig konfigurieren kann, installieren, um eben auch dann unseren Security-Status Genüge zu tun. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir mit diesem Konzept umsetzen können. Falls da noch Fragen sind, stehe ich Ihnen im Nachhinein natürlich gerne zur Verfügung. Wir können die gesamte Konfiguration und das gesamte Management des Systems auch live am Stand zeigen. Wir können Ihnen das demonstrieren, damit Sie also auch noch einen besseren Einblick bekommen, als das hier in diesen 15 Minuten möglich ist. Ja, wir stehen drüben, Halle 12, Stand 426, genau, relativ gut sichtbar mit einem blauen Sophos direkt unter der Decke. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe im Nachgang für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.